So, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier unten in die Ecke. Und dann geht los, so. Geht los, sag ich. Moderne Jobs, Smartphones, Social Media. Vor 100 Jahren gab es all das noch nicht. Doch wie lebte eine typische deutsche Familie in den 1920er Jahren eigentlich? Heute wollen wir euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit und euch zeigen, wie der Familienalltag in Deutschland zu Zeiten der Weimarer Republik aussah. Es wird also definitiv spannend, denn es war eine Zeit, in der sich das Leben stark veränderte. Vor 100 Jahren war Weimarer Republik. Ich habe das Gefühl, als ich in der Schule war, war nicht 100 Jahre. Aber macht ja auch Sinn, da war ich ja jünger. Also, ja. Logische, konsequente Handlung im Hirn. Konnte er schon immer gut. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten unseren Tag in Deutschland vor 100 Jahren am Morgen. Genau. Wie viel Uhr? Da ist man bestimmt früher aufgestanden. Wie viel Uhr steht ihr auf? Boah, das interessiert mich jetzt tatsächlich mal. 6.30 Uhr, oh boy. Ich glaube, mit 7.30 Uhr, 8 Uhr bin ich okay. Ich bin im passablen Durchschnitt. Du bist doch erst 18, mir reicht's. Gesagt am frühen Morgen, denn für unsere typische Familie beginnt der bereits um 5 Uhr. Zuerst legt die Mutter ihrer Familie die Anziehsachen für den Tag heraus. Während die Mutter den Ofen vorheizt und das Frühstück vorbereitet, geht es für den Vater erst einmal in den Stall, um die Tiere zu füttern und diesen auszumisten. In den 20er Jahren hatten nämlich nicht nur Bauerntiere, sondern fast jede Familie hatte zumindest ein paar Hasen, Hühner, Ziegen oder Schweine zu Hause, die sie mit Eiern, Milch und Fleisch versorgten. Bei der schweren Stallarbeit helfen dem Vater seine Söhne. Krass, irgendwie dachte ich, man wäre da so ganz anders gewesen oder schon wo ganz anders vor 100 Jahren, aber macht ja übelst Sinn. Während die Töchter die Mutter im Haus unterstützen oder die Tiere melken. Dass Männer etwas im Haus tun, war zu dieser Zeit noch undenkbar. Daher ist es auch die Mutter, die nun das Frühstück serviert und ihrem Mann und den Kindern die Brotdosen für den Tag fertig macht. Um 7 Uhr sitzen dann alle gemeinsam in der Küche und frühstücken. Dabei gibt es meist entweder Brot oder eine Milchsuppe. Während der Vater erst einmal die Morgenzeitung liest, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren, geht es nun auf den Schulweg, und zwar zu Fuß. Denn Schulbusse gab es damals noch nicht und Fahrräder waren ein Luxus, den sich nur wenige leisten konnten. Dennoch können sich die Kinder glücklich schätzen. Eine allgemeine Schulpflicht gibt es in Deutschland nämlich erst seit 1919 und vor dieser Zeit mussten viele Kinder den ganzen Tag auf dem Feld oder in Fabriken arbeiten, anstatt in die Schule gehen zu dürfen. Crazy. Kurz danach verlässt auch der Vater das Haus. Während Männer in der Stadt oft in Büro- oder Fabrikjobs arbeiten, zu denen sie mit der Straßenbahn fahren konnten, geht es für die Männer auf dem Land nun üblicherweise zu Fuß raus aufs Feld oder in den Wald. Hier gibt es viel zu tun. Die Felder müssen bestellt werden, es wird Holz gehackt und sich um die Tiere gekümmert. Große Unterstützung durch Landmaschinen, wie es sie heute gibt, gab es damals noch nicht. Daher ist viel Handarbeit angesagt. Da haben es die Kinder in der Schule am Vormittag deutlich bequemer. Wenn auch natürlich nicht annähernd so wie in einer modernen Schule, denn wo heute vielmehr der Lernerfolg der einzelnen Schüler und das pädagogische Konzept Fordern und Fördern im Mittelpunkt steht, galt damals vor allem eines, nämlich Disziplin. Statt Gruppenarbeit oder anderen innovativen Lernformen gibt es lediglich klassischen Frontalunterricht. Der Lehrer steht vorne und gibt die Aufgaben vor. Die Schüler gehorchen. Die Schüler gehorchen? Ist heute auch anders. Zeige ich euch, wie es ist. Wer hier ist in der Schule? Es ist 22.12 Uhr. Ihr müsst alle ins Bett. Selbst wenn ihr morgen Abi macht. Alle ins Bett. Etwa 27 Kindern pro Klasse wird von allen erwartet, dass sie im Unterricht still dasitzen und aufmerksam zuhören, was der Lehrer sagt. Viel Ablenkung gibt es aber ohnehin nicht. Außer auf dem Land, wo es häufig nur eine gemeinsame Klasse für alle Kinder gibt, sind Jungs und Mädchen in der Schule streng voneinander getrennt. Und kaum jemand traut sich, Unsinn zu machen, denn Strafmaßnahmen wie Nachsitzen oder in der Ecke stehen sind noch eher harmlos. Meistens greifen die Lehrer nämlich direkt zum Rohrstock und schlagen die Kinder bei Verfehlungen, was übrigens bis in die 1970er Jahre in Deutschland so noch erlaubt war. Das habe ich tatsächlich auch immer noch irgendwie, während ich aufgewachsen bin, von vielen Erwachsenen gehört.
Ist es heute immer noch so ein Ding? Hört man das immer noch so von euren Eltern oder sowas, dass die sagen so, ja, also, früher habe ich dann noch eins mit dem Rohrstock gekriegt. Das war irgendwie so ein Teil auch, also bei mir in der Kindheit war das jetzt nicht mehr so, aber irgendwie war das immer noch so, ich sag mal, around, dieses Gespenst von da arbeiten irgendwie noch dann ganz alte Lehrer, die damals Kindern so eine gewatscht haben, auf jeden Fall. Auch Unterstützung durch moderne Hilfsmittel wie Beamer, Whiteboards, Laptops oder Taschenrechner gab es damals natürlich noch nicht. Die Kinder arbeiten daher ausschließlich mit Büchern und notieren mit Kreide auf ihre Schiefertafeln oder mit Füllfederhaltern in ihre Hefte, was der Lehrer vorne an die große Tafel schreibt. Im Matheunterricht kommen immerhin Rechenschieber zum Einsatz, die den Kindern schwierige Rechenaufgaben etwas erleichtern. Im Deutschunterricht und in den meisten anderen Fächern geht es vor allem um das Auswendiglernen von Fakten, die täglich eingepaukt und abgefragt werden. In den Pausen dürfen die Kinder dann auf dem Schulhof toben. Besonders beliebt sind die zu dieser Zeit noch relativ neuen Klettergerüste und Schaukeln und auch mit Drehkreiseln, die sie mit Stöcken antreiben, wird gerne gespielt. Ebenfalls angesagt sind. Das ist wie Beyblade, ne? Hat sich halt nichts dran geändert. Da, damals war es noch aus Metall und Holz, jetzt ist er Plastik. Mal gucken, wer hier sinnvoller Spielzeuge gebaut hat. Bunte Murmeln, mit denen die Kinder sich Wettbewerbe liefern. Und natürlich wird nach dem langen Stillsitzen auch gerne Fangen und Verstecken gespielt. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wie ihr eure Schulpausen meistens verbringt Ich habe immer heimlich auf dem Klo geraucht. What the fuck ist denn dieser oder Kommentar? verbracht habt. Wir sind gespannt. Doch was machen eigentlich die Eltern, während die Kinder in der Schule sind? Nachdem der Vater und die Kinder das Haus verlassen haben, steht für die Mutter nun erstmal weitere Haushaltsarbeit auf dem Programm. Und die hat es in sich. Da es keine modernen Hilfsmittel wie Waschmaschinen oder Staubsauger gibt, beziehungsweise sich diese damals erst langsam verbreiteten, muss alles per Hand erledigt werden. Brot wird im Ofen gebacken, der vorher mit Kohle oder Holz befeuert wird. Gegen etwa 10 Uhr bringt die Mutter auf dem Land dem Mann nun erst noch einmal etwas Brot mit Butter und Speck aufs Feld, damit er sich während seiner anstrengenden Arbeit stärken kann. Die Mutter in der Stadt putzt, fegt und wäscht zu dieser Zeit üblicherweise im Haus. Während der Vater auf dem Land noch Arbeiten wie hunderte Jahre zuvor verrichtet und bis zu 18 Stunden täglich draußen schuftet, profitiert der Vater in einer städtischen Familie bei seinem Job oft vom großen Umbruch, der in dieser Zeit stattfand. Da die Technik rasant voranschreitet, arbeitet er zusehends mit automatisierten Maschinen oder am Fließband in der Fabrik oder kümmert sich im Büro um Sortierarbeiten, schreibt an der Schreibmaschine, macht Buchhaltung oder telefoniert. Auch wenn Im Prinzip das, was wir jetzt auch gerade machen in meinem Büro, ist ganz normal. damals durchschnittlich noch etwa 50 Stunden pro Woche gearbeitet wurde, gilt für viele Väter in der Stadt schon der 8-Stunden-Tag, wie wir ihn heute kennen. Dieser wurde nämlich 1918 eingeführt und Krass. bedeutete für die Menschen deutlich mehr Freizeit als vorher. Während die Familie auf dem Land um 12 oder 13 Uhr nun erst einmal zu Hause gemeinsam Mittag isst, bleibt der Vater in der Stadt mittags bei seiner Arbeitsstelle und verzehrt dort den Inhalt der Brotdose, die ihm seine Frau gepackt hat. Währenddessen geht die Frau einkaufen. Während man heutzutage alles bequem im Supermarkt bekommt, heißt das in den 20ern, dass die Mutter ein Geschäft nach dem anderen abläuft. Da die ersten Supermärkte mit Selbstbedienung, wie man sie heute kennt, in Deutschland erst in den 1960er Jahren eröffneten, besucht die Mutter nun typischerweise erst einmal einen sogenannten Tante-Emma-Laden, ein kleines Geschäft für Lebensmittel wie Milch oder. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir mal eine Doku dazu reingezogen und ich fand diese Läden, also da gibt es noch so ein paar über Deutschland verteilt und ich finde die irgendwie übel cool. Also die hatten so von den lokalen Bauern, so wie damals halt, aus der Region halt Produkte. Und wenn das da gibt, dann gibt es das da. Und wenn es da nicht so Sachen gab, dann gibt es das da halt nicht. Und irgendwie fand ich das ganz urig. Und dann sind die immer in diesem Tante-Emma-Laden. Und dann von dem Laden haben die sich dann Produkt genommen und sind dann zu der Fabrik gegangen oder zu der Firma, die das gemacht haben. Ich glaube, das war auch diese Nordstory, diese NDR-Geschichte. Das fand ich übel.
interessant zu sehen mal. Mehl. Hier wird alles einzeln abgewogen und verpackt, wobei man beispielsweise seine eigene Milchkanne und generell eigene Behälter mitzubringen hatte. Vorverpackte Ware gibt es in den 1920ern kaum. Anschließend geht es auf den Markt, um dort frisches Gemüse zu kaufen. Auch wenn der Einkauf deutlich aufwendiger ist und länger dauert als heute, genießt die Mutter ihn jedoch. Hier trifft sie nämlich Freundinnen und Bekannte, mit denen sie sich über die neuesten Gesprächsthemen austauschen kann und hat so mal eine Pause von der Hausarbeit. Für die Kinder heißt es schon mittags Schulschluss. Ganztagsschulen wie heute sind damals nicht üblich und so dürfen sie nach den Hausaufgaben raus und sich am Nachmittag mit ihren Freunden treffen, mit denen sie meist... Ganztagsschule ist auch ein komplett geisteskrankes Konzept, muss ich sagen. Also, das verstehe ich. Also, ist es pädagogisch wichtig? Wir haben doch bestimmt Lehrer und Lehrerinnen hier, die uns das sicherlich erklären können. Ist es wichtig, dass man so inzwischen irgendwie gefühlt überall den ganzen Tag in der Schule hockt, so? Also dieses so Mittags-Raus-Thema fand ich auch irgendwie, ich weiß es nicht. Also manche Schultage waren auch schon echt ultra lang bei uns. Da dachte ich mir auch, irgendwie ist es schon wie so ein Job. ...draußen auf der Straße oder in der Natur spielen. Sie sind dann den ganzen Nachmittag weitgehend frei und unbeaufsichtigt unterwegs. Wichtig ist den Eltern nur, dass sie pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause sind. Die meisten Kinder auf dem Land hingegen müssen ihren Eltern nach der Schule im Haushalt und auf dem Feld, im Stall oder im Wald beim Holzmachen helfen. Gegen 20 Uhr, nachdem der Vater nach einem langen Tag von seiner Arbeit heimgekehrt ist, gibt es nun Abendessen, welches natürlich die Mutter zubereitet hat. Üblicherweise kommen dabei vor allem Kartoffeln, Gemüse oder Suppe auf den Tisch. Fleisch ist ein Luxus, den sich die meisten Familien nur am Wochenende leisten können. Nach dem Essen bleibt noch etwas Freizeit. In den 20er Jahren blüht die Unterhaltungsindustrie auf. Wer über das nötige Geld für die hohen monatlichen Gebühren verfügt, kann nun Radio hören, was zu dieser Zeit noch völlig neu und aufregend ist. Außerdem ist Deutschland eine große Filmnation geworden. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es so viele Kinos wie hierzulande. Früher war es der Mann mit einem Gehalt als normaler Angestellter genug Geld verdient für ein Haus, zwei Kinder, zwei Autos und Sommerurlaub. Und da konnte sich die Frau dann den ganzen Tag um Haushalt und Kinder kümmern. Ja, ist schon gut, dass das nicht mehr genauso ist wie früher, finde ich. Aber wenn man sich noch so viel leisten könnte, wäre es ja immer noch ein interessantes Konzept. Ich finde es schon schön, dass das inzwischen jeder selber entscheiden kann, wie er das da gerne haben wollen würde. Wir zum Beispiel hier, ich mit Clara, wir sind ja zusammen. Aber wir leben ja trotzdem ein Leben wie in einer WG. Also ich mache mein Essen, sie macht sich ihr Essen, sie hat ihren Tagesrhythmus, ich habe meinen Tagesrhythmus. Und wir haben immer wieder Punkte, wo wir dann zusammenkommen und was zusammen machen. Also ein WG-Leben. Aber funktioniert für uns halt perfekt. Und so besuchen täglich 2 Millionen Menschen die Lichtspielhäuser. Blockbuster wie der Vampirfilm Nosferatu oder der Science-Fiction-Film Metropolis, die mit für die damalige Zeit atemberaubenden Spezialeffekten inszeniert werden, begeistern die Menschen, die so etwas bisher noch gar nicht kannten. Auch Show-Varieté. Boah, damals, ne? Damals in diesem Entertainment-Bereich zu arbeiten, als Radiomoderator oder so bei den ersten so groß anlaufenden Filmprojekten mit dabei zu sein, das muss ja irrsinnig spannend gewesen sein. Und so unfassbar unkonventionell, ne? Puh, das wird ja richtig gruselig. Also das wäre richtig cool und richtig gruselig. Heute müssen oft genug beide Elternteile sich um das Einkommen kümmern, damit die Miete reicht. Ja, schon. Also ich finde es auch gruselig. Deswegen sage ich ja, wenn... das Thema Einkommen sicherlich nochmal ein anderes wäre. Keine Ahnung, mal gucken, wie das weitergeht. Ich sag ja nicht ohne Grund, Leute, dass wir nach Mönchengladbach ziehen und vielleicht auch einige Mitarbeiter von mir mitkommen, hat natürlich auch vor allem den Grund, dass Mieten in Köln inzwischen, da haben wir mehrfach schon drüber geredet, einfach nicht mehr okay sind. Wir sind in Mönchengladbach, wenn sich die Leute, wenn alle, wir sind das im Büro jetzt schon mehrfach durchgegangen, wenn alle in meinem Büro, kein Scheiß. Es ist wirklich kein Scheiß. Die Miete nehmen, die sie jetzt warm bezahlen für ihre Kölner Wohnung. Und mit diesem Geld, also genau das gleiche, was sie bezahlen, in Mönchengladbach eine Wohnung suchen. Dann werden sie eine qualitativ bessere, eine größere, eine schönere Wohnung rundum für ein Drittel dieses Preises in Mönchengladbach finden können. So 100%.
gibt kein Moment, wo diese Aussage verfehlt wird. Und du bist dann 50 bis 60 oder sogar nur 45, je nachdem, wo du in Mönchengladbach wohnst. Und das hat ja nicht mal was mit Mönchengladbach zu tun. Du kannst auch nach Kars ziehen, in diese Vororte. Und das Schöne hier an NRW ist halt, wenn du in diesen kleinen Städtchen wohnst, in diesen Dörfchen oder Dorfzusammenschlüssen, die dann teilweise sehr ländlich sind, teilweise aber auch eine gute Infrastruktur haben in den Innenstädten, alles andere sind als natürlich Köln, Düsseldorf und solche Metropolen hier, dann hast du halt die Möglichkeit, einfach günstig zu wohnen und wenn du über ein Auto verfügst und einen Führerschein, auch trotzdem dahin kommst. Liegt daran, dass da niemand wohnen will. Ja, das Problem ist nur, was ich mich frage, ist halt, warum? Also, for real, ich werde es ja rausfinden dann nochmal. Ich meine, ich bin ja so aufgewachsen, ich fand es auch nie schlimm. Aber das ist so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Direkt in die Großstadt möchte ich gar nicht wohnen, das ist mir zu voll und zu laut. Also, ich wollte in die Großstadt, wisst ihr, aber ich habe das ja schon mal gesagt, wisst ihr, warum ich in die Großstadt wollte? Ich wollte in die Großstadt, weil da schnelleres Internet ist. Das war mir damals das Wichtigste. Weil das noch der Ausbau war, vor 10 Jahren, im April nächsten Jahres habe ich vor 10 Jahren diesen YouTube-Kanal angefangen. Davor habe ich auch schon YouTube-Videos gemacht auf anderen Kanälen und so. Gibt's leider alles nicht mehr, sonst hätte ich euch das auch schon lange mal gezeigt. Ich wollte unbedingt nach Köln oder es wäre auch Düsseldorf gewesen. Köln war da gar nicht mal die große Entscheidung. Da sind halt viele YouTube-Kollegen hingegangen. Ich wollte eigentlich viel wichtiger, als irgendwie zu Palle und zu Bergi zu ziehen, ist halt einfach gewesen, dass hier schnelleres Internet ist. Und inzwischen ist es halt genau umgekehrt. Du hast halt vor diesen ganzen Großstädten, in nicht jedem kleinen Kuhdorf, aber in den ausgebauten Orten, in diesen ja mittelgroßen Städten, hast du überall Glasfaserausbau. In richtig großem Maße. Und das kommt immer mehr, weil da halt weniger Leute wohnen und weil es einfacher dann zu ziehen ist. Und jetzt denke ich mir, dann kann ich auch einfach meine Drecksruhe haben. Kann am Wochenende immer noch hier irgendwie entspannt unterwegs sein. Habe hier alle Kontakte der Welt und dann ist easy. Ich würde nie wieder in einer Großstadt wohnen wollen, ist mir zu beengt. Das ist gar nicht so. Also, keine Ahnung. Ich denke mir so, man kommt mit beidem klar, aber irgendwie, wird immer eine unlogischere Entscheidung von Moment zu Moment. Aber ich bin gespannt, wie es wird nächstes Jahr. Ich freue mich auf dieses Experiment. Veranstaltungen, bei denen Jazzmusik gespielt oder Charleston getanzt wird, erfreuen sich großer Beliebtheit bei der Stadtbevölkerung. Hierbei ging es in den 20ern übrigens deutlich freier und wilder zu als in den Jahren der Diktatur danach und die Menschen waren ziemlich offen. Ganz anders als der Alltag unter der Woche sehen die Wochenenden in den 20er Jahren für die Familie aus. Samstag ist damals noch ein regulärer Arbeitstag für die meisten Menschen und unterscheidet sich daher nicht groß von den meisten Wochentagen. Außer, dass an diesem Tag bei den meisten Familien Badetag ist. Damals wird nämlich nicht täglich geduscht oder gebadet, sondern nur einmal die Woche. So sind dann alle frisch und gepflegt für den Sonntag. Den Sonntag verbringt die typische Familie nämlich gemeinsam. Während es am Morgen für die meisten Familien erst einmal in die Kirche zum Gottesdienst geht, gibt es mittags ein Essen, auf das sich alle schon die ganze Woche gefreut haben. An diesem Tag kommt nämlich üblicherweise ein Sonntagsbraten auf den Tisch, während Fleisch unter der Woche nur sehr selten gegessen wird. Am Nachmittag geht die Familie dann auf einen Sonntagsausflug. Obwohl es damals schon Autos gab, erfolgte dieser für die meisten Familien allerdings zu Fuß oder bestenfalls mit der Straßenbahn. Autos waren nämlich noch solch ein kostspieliger Luxus, dass es selbst in der damals autoreichsten Stadt des Landes Berlin lediglich 61.000 angemeldete Fahrzeuge gab. Zum Vergleich, bei fast identischer Einwohnerzahl sind es heute 1,24 Millionen Pkw. Besonders beliebt sind Besuche bei Verwandten, bei denen es dann Kaffee und Kuchen gibt. Selten geht es auch mal in ein Café, aber auch Theater- und Kinobesuche unternehmen die Familien am Sonntag gemeinsam. Ebenfalls angesagt sind Ausflüge in die Natur oder der Besuch von Flussbadeanstalten, die damals sehr verbreitet waren. Nach einem schönen, entspannten Sonntag endet die Woche für unsere typische Familie dann, bevor der harte Schul-, Arbeits- und Haushaltsalltag Montag früh weitergeht. Wenn euch dieses Video über einen Tag im Leben einer deutschen Familie... Interesting, oder?